Einen schönen guten Tag, liebe Pico-Freunde. Sie haben schon lange nichts mehr von mir gehört und wie mir meine Mitarbeiterin mitteilte, wurde schon häufig gefragt, wo ist er denn, der Herr Doktor? Und ich kann Ihnen sagen, mir geht's gut. Ich bin wieder in Deutschland. Seit ungefähr 3 Wochen, 2,5 Wochen bin ich in Deutschland und bin etwas problematisch rausgekommen, aus China rauszukommen, war sehr schwierig. 2, 3 Stunden hat es gedauert, haben mein Auto gefilzt, alles fotografiert, ich habe keine Ahnung warum. Dann ging es aber gut durch nach Hongkong, dann der Flug nach Zürich, war kein Problem. Dann habe ich mich angefangen, ein bisschen zu wundern. Aus der Maschine ausgestiegen, zum Zoll gegangen, die haben meinen Pass geprüft und mich durchgewunken. Die haben nicht mal gefragt, wo ich herkomme. Und bin ich in den Zug eingestiegen und über Österreich nach Deutschland gefahren. Keine Kontrolle, nichts. Gut, im Zug musste man Masken tragen, was ich ohnehin immer tue. Und ja, und dann war ich hier. Gut, zunächst mal ganz herzlichen Dank an Sie alle. Während der Corona-Krise, die ja zwar immer noch nicht vorüber ist und auch hoffentlich nicht als zweite Welle kommt, wenn wir alle ein bisschen vorsichtig sind und vernünftig miteinander umgehen, Masken tragen, Abstand halten. Ich glaube, dann haben wir gute Chancen, nicht in die gleiche Situation zu kommen, wie jetzt die armen Amerikaner sind. Aber in dieser Zeit, also in der Zeit der Spitze der Corona-Krise, muss ich sagen, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie waren sehr treu zu Pico. Sie haben sehr viel mit der Modelleisenbahn gespielt oder gebastelt. Wir haben das gesehen an den sehr vielen Aufträgen, die wir bekommen haben. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Sonneberg haben sich sehr, sehr angestrengt, alles auszuliefern. Wir haben ein gutes Lager, aber wir haben auch sehr hart gearbeitet. Einige Abteilungen im Ein- und Zwei-Schicht-Betrieb, um alles auszuliefern. Was sehr geboomt hat, ist der Gleisbereich, das Pico-A-Gleis, das neue Bettungsgleis ist sehr gut angekommen. Viele Leute haben danach gefragt. Und auch im Gartenbahnbereich haben wir sehr hohe Nachfrage gehabt. Wir haben einige Probleme gehabt, das alles zu fertigen. Mein Mitarbeiter in den USA, in San Diego, der hat ziemlich kräftig Gleise eingekauft. In Amerika läuft es auch sehr gut. Es gibt vor allem sehr viele Gartenbahner dort, die also in Zeiten der Corona-Krise in ihren Schuppen oder in ihre Garage geschaut haben und gesagt haben, was gibt's denn da? Oh, wir haben doch mal Gartenbahn gehabt. Und ja, das hat auch damals so viel Spaß gemacht. Und seit 10 Jahren fahren sie jetzt Motorrad, aber das macht ja keinen Spaß mehr im Moment. Und auch reisen können sie nicht. Also haben sie die wieder rausgekramt. Und das haben wir an dem hohen Verkauf an Gleisen und auch Loks und Wagen festgestellt. Also dort ist das Geschäft super gelaufen. Und da haben wir entsprechend produziert. Gut, das mal als groben Überblick. Ich werde jetzt anschließend in die Firma fahren und ich habe 2 Geschichten für Sie, die möchte ich Ihnen kurz zeigen, oder 3 sogar. Ich muss mal schauen, ob ich die da auch aus dem Gartenbahnbereich noch was finde. Das zeige ich Ihnen dann gleich. Und dann haben wir später ein kurzes Ereignis oder eine Auszeichnung bekommen wir von der VGB. Sonst machen Sie immer ein Event und dann geht es irgendwo hin zu einer Dampffahrt. Ich bin da bisher noch nie dabei gewesen, weil ich meistens zu der Zeit in China bin. Normalerweise macht es der Herr Bayer, mein Vertriebsleiter, der kommt dann nachher auch dazu und dann werden wir ausgezeichnet mit dem goldenen Gleis. Also bis gleich. So, jetzt bin ich also kurz rübergefahren zu Pico und wie ich Ihnen schon vorhin ankündigte, ich habe was Besonderes für Sie. Und zwar habe ich unseren Leiter der Entwicklung gebeten, der nicht ins Bild kommen möchte. Er sagt gleich was dazu, aber er wollte nicht erscheinen. Und er hat was mitgebracht. Und zwar die neue 216er. Ich habe ihn gebeten, dass er hier ein bisschen was dazu erzählt, weil ja, als Mensch, der da nicht so allzu viel Ahnung vom Vorbild hat, ist die ja für mich ja fast wie eine 218er. Aber da widerspricht er mir immer ganz vehement. Also, was gibt es da für Besonderheiten? Also, wir haben uns der 216 010 angenommen.
einer Vorsäenlok, die bereits mit dem Gesicht der 216 Sämaschine ausgerüstet war. Typisch für diese Lok war aber noch der Rahmen von der damaligen Lolo mit den Tanks und den nach unten gezogenen Rahmen für die Batteriekästen. Besonderheit bei dem Modell ist der freie Durchblick durch die Maschinenanlage, den wir dargestellt haben. Sehen Sie mich auch? Geätzte Scheibenwischer, geätzte Rangiertritte, geätztes Umlaufblech. Und die Dachausrüstung ist ebenfalls entsprechend der Vorsäenmaschine Pro 610. Hier sieht man die geätzten Auftritte. Ja, ist ein richtig tolles Modell geworden. Ne? Ja. Super. Und wann wird die ausgeliefert? Ich glaube im August oder was? September. Also im August produziert und dann, oder im Juli produziert jetzt. Das ist ja schon Pilot Production Modell, also Vorserie, um alles genau zu prüfen. Und dann geht es im Juli in die Produktion und kommt dann im September raus. Gut, jetzt also 2016. So, 2016, weiteres Modell hat er Ihnen mitgebracht, und zwar Eurofima. Personenwagen sind groß im Kommen. Wir sind also sehr erfolgreich mit den verschiedensten Personenwagen. Erzählen Sie uns mal, was ist das Besondere daran? Ist ja nicht der erste auf dem Markt. Nee, aber es ist von der Art her genau nachgebildet, im Vorbild entsprechend das Sickendach, die Dachrundung sowie die Schwenkschiebetüren an der Seite. Nachbildung ist auch die Trennwand im Inneren zu den Sitzbereichen, die ja, als Einzelteil dargestellt worden ist. Guck mal rein, richtig gut. Inneneinrichtung schön und auch die Trennung zum Gang hin zu sehen. Die Klappstufen sind nachgebildet worden, separat angesetzte Handstangen an den Enden der Einstiegstüren. Die geschlossenen, also nicht zu öffnenden Fenster für die Klimaanlage, die bei den Wagen Vorbild serienmäßig waren. Ja, schönes Modell. Das Besondere ist halt, dass die Eurofima-Wagen, also glaube ich, in ganz Europa gefahren sind, in den verschiedensten Bahnverwaltungen. Und noch vielleicht ein kurzer Hinweis, das sind Abspritzungen. Die Farben sind natürlich überhaupt nicht verbindlich, sondern wir spritzen immer in der Farbe ab, dass wir also hier die Details gut erkennen können. Und darum ist das eine... Oder auch Fehler erkennen können, wie Einfallstellen, Gravurfehler und so weiter. Ja, ja, also... Ja gut, und wir haben uns eigentlich fast immer nur im H0 und TT-Bereich bewegt. Ich habe Ihnen jetzt noch was mitgebracht. Oder vielmehr, mein Leiter der Entwicklung hat noch was mitgebracht. Wir fahren Sie mal ins Bild. Eine neue G-Lok, die V60. V60 der DR, jawohl. Ja, okay, erzählen Sie uns mal ein bisschen ausgerüstet was dazu. Ausgerüstet mit zwei Motoren. Alle vier Achsen sind angetrieben. Die Lok besitzt zwei Haftreifen. Eine funktionierende Triebwerksbeleuchtung. Das rauscht ein bisschen jetzt, wenn ich es drehe, weil wir kein Gleis hier drunter gelegt haben. Dumm, hätte man besser machen müssen. Okay, also Triebwerksbeleuchtung, ja. Eine Führerpultbeleuchtung sowie eine Führerkabinenbeleuchtung gibt es bei der Lok. Ach, da sitzt ja auch einer drin. Wer ist denn das? Den kennt ja keiner. Den kennt jeder. Okay. Ja, ist auch ein schönes Modell geworden. Schön mit den Gestängen überall, ja. Und so. Zwei Motore. Aha. Alle vier Achsen angetrieben. Mhm. Nachbildung, ja, der Blindwelle. Super. Alles original. Kommt auch im September, glaube ich. Ja, kommt korrekt. Im September. Machen wir auch, glaube ich, irgendwo noch einen Rollout, aber das wissen wir noch nicht ganz genau, wo wir den machen, wann wir den machen. Corona ist da immer so ein bisschen schwierig. Okay, gut. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und wie ich Ihnen jetzt schon sagte, gehen wir jetzt mal raus und kriegen dann die Auszeichnung zum Goldenen Gleis. Hallo, liebe Pico-Freunde, ich bin wieder da. Heute haben wir einen besonderen Anlass. Frau Wilgermein von der VGB ist da, die will uns auszeichnen mit dem Goldenen Gleis. So, ja. Was haben Sie denn mitgebracht? Ja, Kommen Sie doch her, junge Dame. Das Goldene Gleis findet aus gegebenem Anlass dieses Jahr etwas anders statt. Nicht 1,50 Meter. Nicht unsere Kunden kommen zu uns, sondern wir kommen zu den Kunden und übergeben das Ihnen persönlich. Und ich bin jetzt hier in Sonneberg bei Pico und freue mich, dass ich zwei
drei Preise übergeben darf. Sehr schön. Genau. Wir und machen das jetzt mal. Was haben Sie? Ich habe jetzt die 181. Ja, dann haben wir wieder die Preise dazu. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Einmal fürs Foto. So, fürs Foto. Und dann? Und dann haben wir den zweiten Preis, das ist der Elektrotriebwagen. Herr Bayer, darf ich Sie mit auf das Bild bitten? Herr Bayer, kommen Sie her. Dann ich verabschiede mich, wir sehen uns später nochmal für was anderes. Und tschüss. Für den Elektrotriebwagen RWE übergebe ich hiermit den Herrn Bayer. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Also Frau Wilgermain, richtig toll, dass Sie uns da das goldene Gleis gegeben haben. Ich nehme jetzt die Maske weg, sonst erkennen Sie mich ja alle gar nicht. Die Frau Wilgermain hat uns also eine Auszeichnung goldenes Gleis gegeben, und zwar für den RBE 44. Und hier sehen Sie ihn, ich glaube, ein tolles Modell geworden, richtig gut. Auch der Druck ist super geworden, fantastische Geschichte für die Schweiz. Gibt es demnächst, glaube ich, auch im allgemeinen Vertrieb. Und da können sich schon sehr viele Pico-Freunde drauf freuen. Okay, liebe Pico-Freunde, das war's. Kurzer Bericht aus Sonneberg, kurzes Lebenszeichen von mir. Ich hoffe, dass Sie viel Spaß mit der Pico-Modellbahn haben in den nächsten Monaten, dass Sie gut und gesund über den Sommer kommen. Modellbahnausstellungen gibt es ja dieses Jahr leider keine. Ich glaube, die einzige ist in Friedrichshafen, aber da werden wir voraussichtlich nicht hingehen. Also insofern ein messefreies Jahr, was nicht so schön ist, weil wir eigentlich immer die Kontakte zu Ihnen sehr schätzen, auch immer gute Anregungen bekommen. Aber dieses Jahr ist halt alles ein bisschen anders und auch das mit den Messen, es fällt also aus. Ich darf Ihnen also einen schönen Sommer wünschen. Viel Spaß mit der Gartenbahn drinnen und mit der H0 und TT und N im Haus. Und ja, schauen wir mal, wann ich wieder dann auf Sendung gehe. Vielleicht im September, wenn wir wieder irgendwas Neues haben. Oder wenn ich mal wieder in China bin, dann zeige ich Ihnen mal wieder, wie es da zugeht. Also dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Pico.